So, hallo, willkommen zurück. Wir gehen hier in den Chuchu-Zug bei God of War Ragnarök. Ich habe vergessen zu sagen, hallo, Let's Play-Zuschauer. Ne? Egal, was soll's. Kann auch einen anderen Spruch sagen, nicht wahr? Das Krakenjunge gab dir einen Stein. Kraken? Oh, Tina? Ja, der ist voller Algen. Ich dachte, wir zeigen ihm Brock und Sindri, wenn wir zurück sind. Hier. Klar. Ja, also, wir suchen hier nach Tyr, weil wir Odi nicht trauen, richtig? Wenn man drüber nachdenkt, könnte Krieg... Oh oh. Monster? Klingt so. Klingt etwas Kleinem. Vielleicht links wieder von ganz dir. Viele von den Kleinen. Ich kann auswählen, ob ich das oder das mache. Von rechts! Ja, komm, die dicken Treffer, die dicken. Nicht von kleinen Treffer, kleinen Treffer. Aua, aua, aua. Sag mir wann! Atreus, jetzt such nach einer Bremse für den Zug. Und da müsste sowas wie ein Hebel sein. Hab so. Ihn! Die Bremse klemmt! Los, versuch es weiter! Wofür bremsen? Vater! Stopp den Zug! Wieso, wofür stoppen? Lass uns weiterfahren. Ich glaube, sie wird... Nein! Abbrechen. Scheiße! Das war idiotisch. Scheiße! Was für eine Schwachsinnsaktion war das denn? Abbrechen, okay, aber aus dem Fenster schmeißen? Steh auf! Vater! Hey. Ein Troll? Riese, Troll, irgendwas gigantisch. Oh, aber besiegt. Okay. Na, der hat einfach Pech gehabt, würde ich mal sagen, oder? Der hat einfach Pech gehabt. Unglaublich, dass wir... Echt jetzt? Oder? Also der kam ja genau im falschen Moment. Genau im falschen Moment. Hinter dir! Vorsicht! Hinter dir, Vater! Hat doch Pfeil gedrückt. Wo bleibt die Axt? Kann man da ausweichen und dann hepp, einmal loslämmen und weiter geht die Party, bis der Spucker weg ist. Achtung, hinter dir! Ja, genau, wollte ich auch gerade. So, einmal weg baseballen. Wo ist er? Da ist er. Ziel erledigt! Ja, absolut. Und was haben wir hier noch? Vorsicht! Oh, war hier nicht ein Gegner? Doch, da war ein Gegner. Guck mal, so als wäre der Sprung hier Absicht gewesen. Bleib mal Zeug vom Boden aufzuheben. Was war das für eine komische Krabbelaktion, du komischer Grindu-Elender. Oh, es wird doch ein bisschen souveräner, die Kombos. Und einmal zurück... Ah, schade. Ich wollte beim Zurückziehen wollte ich ihn treffen. Hat leider nicht geklappt. Krass. Cool. Alles davon. Ja, du sagst es, Junge. Ja, wir haben ein paar coole Kombos dabei. Diesmal wollte ich wirklich aufheben. Um den Zornbalken da aufzufüllen. Dann so rum. In Ordnung. Haben wir geschafft. Wunderbar. Dann schauen wir uns doch mal um. Bei der ganzen Action. So, hier sind wir reingekommen. Da können wir noch was freischalten. Vielleicht irgendeine Tür. Nee. Ist das später mal ein Ausgang oder was? Wer weiß, es sieht für mich so aus wie irgendwas Ausgangmäßiges, aber in Ordnung. Ich kann nichts mehr weiter hier machen. Hier, denke ich, geht es weiter hauptgeschichtmäßig. Und hier ist nichts mehr zu finden. Es sieht alles so verdächtig aus. Es sieht... Oh, noch ein Gegner. Ist alles nur optional, kann ich ja kaum glauben. Der fällt runter und stirbt, oder? Der wird leider. Ja, genau. Flieh! Und, was machen wir? Fernspalter! Und flieh! Ja, wir müssen bleiben. Oh, das war nicht der Plan. Okay. Gut, dann
schauen wir hier runter, oder? Da gibt's Schätze. Vielleicht auch noch mehr Gegner. Aber auch Schätze. Oh, und ein Kraut, das war... Können wir sowas schon kaputt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann ein Tor, welches man dann vielleicht irgendwann kaputt zu machen lernt. Aber jetzt wohl noch nicht. Wer hätte es gedacht? Der Wetzstein der Nachtschlechterin. Oh, oh, oh. Im Widerstand sind die offensichtlichsten Methoden manchmal die besten. Er ist alt. Nicht länger von Nutzen. Aber genug von dir. Ich spreche über den Wetzstein. Er ist alt, nicht länger von Nutzen und Kratos, hä? So witzig, Mimi. Der Ort ist unglaublich. Ihr hört, wie viele lachen. So viele auf einmal. Was sagst du nicht zu Kratos, ist das klar? Vorsicht! Vorsicht! Dein Fuß rausgekommen. Okay. Ist das hier ein Bonusgebiet? Was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz andere. Das Wort ist egal. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, wir sterben. Und du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Nein. Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze das. Es kann dir helfen. Das stimmt. Okay, cool. Guter Rat, Kratos. Dankeschön für den Rat. Werden wir ihn verinnerlichen. Was gibt's da Feines? Ein bisschen Hacksilber. Alles klar. Nichts Besonderes. Und jetzt? Wo kommen wir raus? An einem kleinen Rätselpunkt, oder? So riecht's hier. Nach Rätsel. Da mit der Kralle irgendwas hoch und runter machen. Aber überhaupt, wo ist der nächste Schritt? Ist ja schon rätselig genug. Eine Riesenstadt. Was war der Sinn von diesem ganzen Gebiet? Wir landen ist eine Mine. Was wurde hier abgebaut? Ah, hier geht's runter. Alles klar. Rätsel gelöst. Es ging einfach runter. Hier kann man wieder irgendwas... Das kommt mir ja vorhin schon. Auf dem Boden. Schick. Wir müssen in die Mine führen. Wir müssen dran vorbei. Okay. Hier geht's nirgendwo anders hin. Ah, nee, da kommen wir her, ne? Okay. Ich nehme an, weil man hier drauf springen muss. Nein, muss man nicht. Muss man da hochspringen? Nein, auch nicht. Hey. Ist kein Wasser mehr in die Truhe. Okay. Geschafft! Anscheinend treibt das Wasser den Kran an, der die Ladung hält. Ups. Das war aus Versehen. Das war keine Absicht. War auch nur Bonus. Okay. Anscheinend. Und hier soll es irgendwo. Links von der Truhe Feuer. Ist deine Feuerschale. Kannst du sie anzünden? Jo, klar. Aber dann müssen wir noch zwei weitere finden. Ich wette, es sind noch mehr in der ja, Nähe. Klar. Lass sie uns finden, ja? Klar sind noch mehr in der Nähe. Und ganz zufällig genau noch zwei weitere. Oh, habe ich da ein Astra... Och, du Scheibenkleister. Ist das so einer, der total sporadisch fliegt und man ihn total schwer kriegt? Anscheinend. Soll ich euch das antun? Da müsst ihr mir nicht bei zugucken, wie ich einfach wie wild in der Gegend rumschmeiße. Hoffe, ihn zu kriegen. Geschafft. Den einen Raben erwischt. Okay, dann haben wir hier noch eine Feuerschale. Wo mag die letzte bloß sein? Das war der falsche Knopf. Nee. Was ist jetzt los? Wieso brennt ihn? Ach so. Ach du, okay. Die wird sofort wieder gelöscht. Das heißt, ich muss die Axt da drin stecken lassen. So, jetzt muss ich irgendwo in der Zeit dann den dritten finden. Sehe ich das richtig? Aber ich nehme mal an, ich finde den erst, wenn ich da auf der anderen Seite bin. Dann muss das da wahrscheinlich der letzte sein. Jetzt geht das wieder hoch. Erst jetzt kann ich rüber. Jetzt kann ich das hier anmachen. Falsche Waffe.
Genau. Jetzt die Axt holen. Jetzt erst rüber. Jetzt das Wasser wegmachen. Und das Wasser auch lassen. Auf Chaosklingen wechseln. Jetzt kann man das letzte Feuer anmachen. Die anderen sind ja noch an. Jetzt geht die Truhe auf. Wenn sie dann jetzt einmal auf ist, ist es egal, wenn die Axt weg ist und die Truhe offiziell wieder zugehen würde, weil sie ist ja offen. Ein Hörnchen. Ein bisschen mehr Zörnchen. Nee, doch noch nicht. Brauchen wir jetzt auch zwei fürs nächste. Alles klar. Und jetzt kommt wieder her, Axt. Dass wir nicht später wieder eine halbe Stunde warten müssen, bis du kommst. Ups. Und weiter geht die wilde Luzi. Wo kann's lang gehen? Wo kann's lang gehen? Oh, irgendwas verschlossen ist. Ich komme vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Kommt später was hin. So. Hier ist irgendwas? Was ist da bitte? Gut. Ich gehe rüber, um besser zu sehen. Okay. Was macht der da Aufregendes? Vater, hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Wenn. Wie soll ich denn kommen? Komm schon, spring einfach. Wir sind nicht so kaputt. Atreus. Etwa so? Hoffentlich schaffst du den Sprung. Klar, dann kannst du ja jetzt weitergehen. Und jetzt kann ich das hier anhalten. Oh, verfehlt. Hä? Ach nee, ich muss dann da oben. Und jetzt? Und dann kommt der runter. Wo ist Atreus? Atreus! Junge! Hat mir nicht wirklich geholfen. Wo ist Atreus hin? Hallo? Atriboy? Atronoggel? Mach mal deinen Job. Wo ist er? Da ist irgendwas. Da unten? Habe ich dir den Weg nicht frei gemacht, oder? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Von wo kommen die Schüsse? Von da irgendwo. Ja, hängt der fest, oder was? Dann mach doch deine Aufgabe. Nee, geht nicht. Irgendwas übersehe ich. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Man konnte einfach so drüber springen. Ey, ich bin nicht veräppelt. Jetzt so. Und jetzt kommt das Wasser irgendwo anders hin und es zieht dann den Stein hoch oder was. Oder wie komisch ist das denn? Ich bin dreimal dagegen gelaufen, nichts ist passiert. Hab rumgerätselt, mit Eis einfrieren und irgendwas übersehe ich und dann doch einfach nur rüberspringen. Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch streitest du es nicht ab. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ha? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Doch da hoch. Alles klar, müssen wir doch Stück für Stück das Wasser hier einfrieren. Oder auch nur einmal. Mal hoch du genug auf zu kommen. Deiner Seite. Ich auf meiner. Schwerer als gedacht. Ja, und er hat's doch allein gemacht. Danke. Dann weiter. Aha. Hier ist vielleicht der Rückweg? Unter Umständen. Welche explosiven Minenkarren losschicken. Sieht aus, als wäre das Dödel ins Mineneingang. So. Müssen wir uns wieder zwischen einem unzerstörbaren Wagen hindurch quetschen. Oh, Hallöchen. Wen haben wir denn da? Sieht aus, als gäbe es hier gleich ich Gegner. Habe Achtung. Sindri. Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gib. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's. Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? Naja, was wird er wohl meinen? Monster. Aber wir haben wieder Laternen gekriegt. Yay. Laternen. Gauber! Ja.
Super. Die Laternen sind immer nur zu. Linke Seite nochmal aufgetaucht. Anscheinend. Ja, wieder ein Special Kill. So gefällt mir das. Schöner Schlag, Kratos. Können wir uns annähern. Und nein, er hat sich weggeduckt. Und traut er sich? Er hat sich getraut. Er hat es geschafft. Hinter uns ist ein Inwärmer. Oh Mann, wieso visiert das jetzt das Teil da hinten an? Ich wollte das hier anvisieren. Recht von dir! Drauge. Für den einen Drauger. Oh, war das Scheibenklasse, der hält ja gar nichts aus. Das war Verschwendung. War mir nicht klar, dass der nichts aushält. Leicht traumatisiert von diesem ersten Drauger da gleich aus so einem Punkt im Boden. Nee? Ging das nicht kaputt? Ah, das ist schon kaputt. Das hat es schon zersprengt. Okay, das ist auch irgendein Rückwegspunkt anscheinend. Das heißt, es gibt nur den einen Weg. Nein, es gibt leider zwei Wege. Ah, das ist nur ein Gegner, oder? Genau. Hier, mach mal den, nee, den Boden. Guck mal, ich zieh auf den Boden. Du schießt, auf diesen Kran schieß ich mal. Kümmer den gar nicht. Schieß weiter auf den Gegner. Ich wollte, dass du da drauf schießt, damit er runterfällt. Frechheit. Und da sollen wir lang, okay. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Gucken, ob wir noch was abcatchen können. Zum Beispiel sowas. Dann ist der Weg frei. Und ich weiß zwar nicht, was das bewirken könnte. Aber jetzt noch sowas. Jetzt kommt woanders Wasser hin. Und das bewirkt. Siehst du das? Der riesige Kran bewegt sich hierher. Ein Hauptausgang. Oder so. Dass wir wieder ganz zurück könnten. Wow! Wie weit kommt er denn rüber? Ist ja krass. Und jetzt könnte man das einfrieren. Ja, Vater. Bleib da, okay. Das ist doch ein Bonus, Geheimnis, irgendwas. Juhu. Wir sehen uns drüben. Wo drüben? Wovon redest du? Ich höre dich nicht. Wohin gehen wir? Ist das ein Bonusbereich? Habe ich gerade einen Bonusbereich freigeschaltet? Wie stehen die Chancen, dass Tyr in dieser Mine eingesperrt ist? Das ist Hauptgeschichte. Dürrlin ist vielleicht genauso gut in Schuss wie dieser Kran. Aber ich glaube nicht, dass er uns täuschen würde. Du glaubst, der Junge vertraut zu schnell. Er möchte sich jetzt beweisen. Das trübt seinen Verstand. Ja, ich weiß, dass du ihm mehr zutraust als das. Hm. Dann doch zuerst hierhin. Ist hier dann das Optionale? Nein, oder? Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Das heißt, das vorhin war doch das Optionale. Ihr macht mich fertig. Das können wir ja noch nicht nutzen hier, ne? Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Ja, noch nicht. Es ist jetzt... Also, wenn ich jetzt fünfmal hin und her laufe, jetzt, weil es hier nicht verschlossen ist oder so... Vorsicht! Geh dann doch erstmal hier hin. Und guck mal. Sieht aus, als wäre der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss einen Weg geben. Hier entlang. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Ich weiß nicht. Es sieht mir aus wie der richtige Weg hier alles. Ist das denn gerade eben? Nein, ist doch. Die kleine Seite, Bruder! Es geht immer weiter. Das ist alles der richtige Weg. Hinter dir, Vater! Immer falsch, immer richtig, immer falsch, immer richtig. Hm. Kommen die alle nur her? So, hab mich entschieden, doch einmal nochmal über den Kran und gucken, was hier ist. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es hier doch nur Bonuszeug ist. Oder? Genau, das hier ist alles Bonus, extra. Ja, ja. Mehr inspirierende Lyrik aus der Feder Quasirs. War das gerade Clank da drauf von Ratchet und Clank? War da gerade ein kleiner Robotergesicht auf dem Buch? Nee, oder? Knäufe des unsterblichen Funkens. Macht mehr Stärke, mehr Runenkraft. Erhöht den Schaden, den der Brandstatus beim Gegner verursacht. Naja, so oft mache ich nicht Brandstatus. Aber es ist schlicht und einfach das Stärkste, was ich gerade habe. Das andere war Stärke und Runenkraft bei jedem Klingentreffer. Ist natürlich cool.
Aber einfach glatte Meerstärke passt, also denke ich, am Anfang vom Spiel auf alle Fälle einfach besser. Bedeutet jede Zahl noch nicht was gefunden? Wir gehen weiter. Ja, sag doch einfach ja. Was gefunden? Ja, ich hab was gefunden. Ja, einfach nur ja. Was ist so schlimm daran, Kratos? Sag doch einfach ja. Ist nicht so dramatisch, das zu sagen. Nur eine visuelle Bestätigung, eine Audio-Bestätigung für deinen Sohn, dass er nicht mit niemandem redet. Du nervst, Fledermaus. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir wieder um die 20 Minuten rum und wir machen uns wieder ans Lesen. Wir haben irgendwelche Artefakte, glaube ich, eingesammelt. Den Wetzstein, genau. Lofnhates Wetzstein. Es war schon etwas für sich, nachts herumzuschleichen und seinen Feinden die Kehle durchzuschneiden. Es ist leise, es ist effektiv und es schürt Angst. Es gibt viele Möglichkeiten zu rebellieren. Doch das war die, für die Lofnhate sich entschied. Eine lange Zeit hat es auch funktioniert. Die Einherjar wären niemals darauf gekommen, dass die hinreißende Tavernenbedienung, die sie mit einem Funkeln in den Augen und einem Lächeln auf den Lippen bediente, auch diejenige sein könnte, die sie bei Einbruch der Nacht abschlachten würde. Doch genau das tat sie. 11 von ihnen erwischte sie, bevor sie endlich gefasst wurde. Und selbst bei ihrer Hinrichtung, so wurde gemunkelt, hat sie dasselbe Funkeln in den Augen, dasselbe Lächeln auf den Lippen. Krass. Und ein Gedicht, Ratsche und Scheppern. Eine Geschichte von Bruderschaft von einem gewissen Quarsir. Stahl und Fell an Gemeinsamkeit nicht viel, vereint im Streben nach heroischem Ziel, vom Schicksal verbunden, durch Verachtung entzweit, alte Feinde von Groll geschunden, neue Verbündete, wenn nur auf Zeit. Sie retten Welt um Welt mit Freunden im Rücken, zwei schlaue Automaten und die letzten beiden. Hier endet das Manuskript abrupt. Abrupt, der untere Teil der Seite ist bis zur Unkenntlichkeit versenkt. Leider. War ganz nett. Haben wir sonst noch irgendwas gehabt? Wieder falschen Knopf gedrückt, wie immer. Nicht Ziele, sondern bei Wissen hatten wir irgendwelche neuen Feinde, irgendwelche neuen Wissensmarkierungen, irgendwelche gelesenen Runen. Verehrter Aufseher. Nee, das hatten wir letztes Mal. Bestiarum, irgendwelche interessanten Einträge. Nein. Nein. Troll. Ah, der süße Duft eines Trolls. Met und ein Elchkadaver, die im selben Fass im drückendsten aller Svartalsheim-Sümpfe vor sich hingären. Zumindest kann man wegen der Fährte, die sie hinterlassen, und ihrer Gleichgültigkeit jeder Art von Tarnung gegenüber nicht versehentlich über sie stolpern. Und dann habe ich gedacht, hätten wir einen namhaften Troll getötet. Ist da noch ein Name aufgeploppt ist, aber vielleicht finden wir den unter Feinde? Möglicherweise? Nee. Beste Feinde? Weil er einen Namen hatte, dass er hier... Doch, da ist er. Wir begegneten diesem Troll in Svartalfheim, auf unserer Mission Tyr zu finden. Atreus und ich hatten Glück, dass sich diese Kreaturen perfekt positioniert hatte, um unseren Fall abzufedern. Aus Dankbarkeit habe ich den Troll aus seiner Misere befreit. Jetzt klingt es wieder, als hätte Kratos das geschrieben und nicht Mimir. Komisch. Schreiben andere Teile davon, andere Protagonisten. Wer weiß. Vielleicht finden wir es immer noch raus. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Tschüssikowski und bye bye.